verehrtes Publikum, herzlich willkommen zum Wahnsinn. Wir freuen uns, dass Ensemble Lacrimae und ich Sie heute zu diesem ganz besonderen Konzert begrüßen zu dürfen. Wir wollen Sie berühren, verführen, schockieren und um den Verstand bringen. Das Ganze wäre nicht möglich gewesen, ohne die großzügige Förderung durch die Kulturstiftung des Freistaats Sachsen, das Kulturamt Leipzig und das Studentenwerk Leipzig. Vielen Dank. Ein herzliches Dankeschön. Ein herzliches Dankeschön auch an das Team der Schaubühne dafür, dass wir heute diesen fantastischen Raum zum Klingen bringen können. Sie hörten soeben den Tanz Les Folies, die Folia, übersetzt der Wahnsinn, zu dem sich die Menschen zur Barockzeit quasi in Ekstase und völliger Trunkenheit getanzt haben. Mit großer Leidenschaft geht es direkt weiter. In Gesualdos Madrigal Merce Grido Piangendo geht es mit einem Aufschrei aus tiefster Seele los und wir durchwandern in intensiven Klängen die Abgründe der menschlichen Existenz. Ein großartiges Werk von einem visionären Komponisten. Visionen von kosmischer Dimension hatte auch der Franzose Jean-Ferry Rebel, als er seinen Zyklus Les Elements, die Elemente, das Chaos voranstellte, das sozusagen mit dem Urknall beginnt und die Elemente entfesselt. Das Feuer. Und die Erde. Halten Sie sich also fest für große Emotionen und entfesselte Naturgewalten. Thank you.
diesem Startschuss öffnen wir endlich den Vorhang für die große Opernbühne und präsentieren Ihnen drei Werke unterschiedlichster Stilistiken, die wir zu einem großen dramatischen Bild verbinden. Und was sehen wir dort? Natürlich die Liebe. Denn nichts hat zu allen Zeiten die menschlichen Gemüter mehr bewegt als Liebe. Vor allem betrogene, verlorene und in Raserei treibende Liebe, wie es zum Beispiel dem Ritter Orlando in Händels gleichnamiger italienischer Oper geht. Denn Orlando liebt Angelica, diese ist allerdings mit Medoro verbandelt, der wiederum von einigen anderen Frauen begehrt wird. Und so haben wir das Drama, wie es lösen. Natürlich, Orlando muss Angelica töten. Er verfolgt sie also quer über die ganze Opernbühne. Bevor ihm das jedoch gelingt, wird er wie vom Blitz getroffen. Angelica bricht zusammen und für Orlando nicht mehr sichtbar erscheinen ihm Halluzinationen, Wahngespinste. Er sieht Furien aus der Unterwelt hervorsteigen. Dämonen umfassen ihn. Er sieht sich selbst als Schatten in Plutos Reich wandeln und wird letztendlich vor lauter Raserei von seinen inneren Dämonen in die Dunkelheit gezogen. Ganz andere Stimmung verbreitet danach das kontemplative Madrigal Lamento della Ninfa von Claudio Monteverdi. Und wenn dann in Rameaus Platee der Wahnsinn selbst, La Folie, höchstpersönlich auftritt und alles durcheinander bringt, wir lassen die Musik sprechen. Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Oh.